Wir unterstützen die, die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. Dreimal ganz in Ihrer Nähe. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute aus der Komödie im Bayerischen Hof. Ich werde mich jetzt mit der Intendantin Frau Böhnisch unterhalten, die eine sehr engagierte Theatermacherin ist. Ich werde mich mit ihr darüber unterhalten, was sie in Zukunft für Pläne mit ihrem Theater hat und wer hier überhaupt schon mal so alles gespielt hat. Frau Böhnisch, das ist jetzt aber nett, dass Sie sich mal Zeit genommen haben für München TV. Wie geht's Ihnen? Es geht mir ganz gut. Ich habe gerade eine Erkältung hinter mir und ja, die hat mich ehrlich gesagt das erste Mal richtig lahmgelegt. Aber ich hatte mir keine Spritze geben lassen und ich kann wirklich nur allen raten, vielleicht doch sich eine Grippespritze geben zu lassen. Und das, was wir jetzt hier machen, dieses Gespräch, das machen Sie nur für Ihr Theater. Sonst hätten Sie gar keine Lust dazu, oder? Das stimmt, ja. Weil ich eigentlich versuche, nicht in die Öffentlichkeit zu treten. Ich mache meinen Job sehr gerne und auch mit sehr viel Freude und sehr viel Herzblut. Aber freue mich auch immer, wenn ich unerkannt noch durch die Straßen gehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich unsere Zuschauer, von denen ja auch viele immer zu Ihnen kommen, auch ganz gerne mal wüssten, wer so hinter der Fassade Ihres Theaters agiert. Und deshalb, andere Intendanten oder Intendantinnen haben da einen ganz anderen Druck, in die Öffentlichkeit zu geraten. Ja, ich hätte das schon vor 19 Jahren machen können, wie ich mit dem Theater angefangen habe. Aber eigentlich war ich immer stolz darauf, dass das Theater auch gelaufen ist, ohne dass ich selbst in die Öffentlichkeit trete. Sondern ich habe mich gefreut, wenn die Stücke funktioniert haben, die Schauspieler. Und wenn das Publikum begeistert war. Okay, aber dann werden wir jetzt Ihre Erfahrung anzapfen, die Sie als Intendantin eines Boulevardtheaters haben. Man kann doch mit gutem Gewissen sagen, dass Sie ein Boulevardtheater leiten, oder? Man kann sagen, dass ich ein Boulevardtheater leite, aber mir wäre lieber, Sie würden sagen, ich leite ein Theater. Ja. Weil Boulevard wird hier in Deutschland sehr missverstanden. Und oft kommt man sich vor, als ob man ein bisschen aussätzig wäre bei den anderen Theatermachern. Jetzt springen Sie gleich in die härteste Diskussion ein, die man in Ihrem Genre überhaupt führen kann. Ich hatte eigentlich das mir für ein bisschen später aufgehoben und wollte erst mal überhaupt ein bisschen was über die Historie Ihres Theaters erfahren, was ja mitten im Bayerischen Hof ist, Komödie im Bayerischen Hof. Sie machen das jetzt knapp 20 Jahre. Wie ist denn überhaupt diese historische Geschichte beim Bayerischen Hof? Wie lange hat er jetzt schon Theater im Hotel? Theater im Hotel. Ich weiß, dass das ursprünglich ein Konzertsaal war, den der Großvater Volkhardt seiner Frau, die eine Sängerin war, als Konzertsaal ausgebaut hat. Und 1961 wurde dieser Konzertsaal umgewandelt in ein Theater, quasi das zweite Haus von dem Max II. Weil das dort aus allen Nähten platzte, das hatte damals Herr Direktor Metzner. Und der hat dann mit dem Herrn Volkhardt ausgehandelt, dass er noch ein zweites Theater haben möchte und hat gefragt, ob er hier diese Location dazu bekommen könnte. Und seit 1961 waren dann das Max II und der Bayerische Hof zusammen. Und das eine hieß Großes Haus und Kleines Haus. Dabei waren aber die Platzgröße war nur um zwei Plätze größer oder kleiner. Aha. Und jetzt hat man Sie irgendwie gefragt, vor 20 Jahren, haben Sie Lust, das zu führen? Jetzt, also gefragt hat mich keiner. Nee, haben Sie es sich genommen? Mehr oder minder, nein, genommen. Nehmen kann man sich sowas auch nicht, da muss man schon hart verhandeln. Aber ich habe eigentlich immer davon geträumt, dass ich dieses Theater gerne hätte. Und habe immer überlegt, wie mache ich das? Denn ich bin ja hier in München ein Nobody gewesen, kein Mensch kannte mich. Und ja, dann muss man eben sich überlegen, wie man seinen Traum in die Wirklichkeit umsetzen kann. Und wie haben Sie das gemacht? Also wie kriegt man ein Theater? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere ein Interesse daran hat. Das ist ja eigentlich, gehört ja so mit zu Traumberufen, Intendantin eines Theaters zu sein. Ja nun, vorher hatte ich schon ein Tourneetheater und bin mit sehr vielen großen Künstlern zusammengekommen und habe mit ihnen Freundschaften geschlossen. Mhm. Und da war auch August Everding, den man hier in München ja sehr gut kennt und der für mich einige Stücke inszeniert hat. Das Regententheater hat er geführt. Genau, Kammerspiele, sehr lange die Kammerspiele. Ja. Und bin ich mal in sein Büro gegangen und sage, lieber Professor, ich habe eine Bitte. Sagt er, ja, Sie haben jeden Wunsch frei.
Sagt er, möchten Sie ein Theater? Möchten Sie Ingolstadt, Coburg, Regensburg? Was der möchten die Sie? Zu verteilen, ja? So ungefähr, ja. Nein, zu seiner Zeit schon, ja. Doch, er konnte. Hatte großen Einfluss. Er hatte großen Einfluss. Genau, er hatte großen Einfluss. Dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich alles nicht. Ich bin ganz bescheiden. Mhm. Ich möchte nur die Komödie im Bayerischen Hof. Da hat er mich ganz groß angeschaut, weil das war ja nun ein Theater, was nicht in seinem Bandkreis war. Dann sagt er, ja, ich kenne den Herrn Volkert ganz gut. Ich werde mit ihm mal reden. Und das hat er dann wohl getan. War der Vater der jetzigen Besitzerin? Von Ingrid Volkert, genau. Ingrid Volkert. Ja. Genau. Also da Sie ja diesen Ball schon so ein bisschen aufgegriffen haben mit Boulevardtheater, würde ich gerne jetzt, wenn wir den Gang, den ja viele kennen, zu Ihrer Kasse durch den Bayerischen Hof, müssen wir das Thema Boulevardtheater mal beleuchten. Und auch gleich mal erkunden, warum Sie gleich so defensiv geworden sind. Ich meine, Sie haben ja nicht das einzige Theater hier in München. Wie sind Sie mit Ihrer Location hier zufrieden? Also durch diesen Gang zu gehen und dann sich dort die Tickets zu kaufen, ist das etwas, was sich als lukrativ erwiesen hat? Ach, lukrativ kann man auch nicht sagen, aber die Menschen kommen gern hierher, weil sie eigentlich also neben dem Theaterbesuch noch viel sehen können. Die können hier rundherum gehen, die schönen Geschäfte anschauen und ist eigentlich die Bestlage in ganz München. Aber man muss wissen, dass das Theater da ist, denn draußen kriege ich ja eigentlich wenig Signale, dass das hier ist. Ne? Das ist sehr schade. Ich wollte schon mal da draußen großes Transparent anmachen. Das durfte ich da nicht, weil sonst die Fassade des Hotels verschandelt wird. Wir hatten da mal so ein Transparent an einem Balkon. Das war aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Aha. Und da hinten habe ich ja diese Fahne Komödie aufstellen lassen. Da muss ich ja jedes Jahr dafür Geld bezahlen an die Stadt, weil das quasi so ein Ausleger ist. Aber der scheint ja dann auch Leute zu ziehen. Und irgendwie müssen Sie ja auch nicht Münchnern zeigen, dass Sie hier sind, gell? Ja, ich meine, das Hotel Bayerischer Hof ist ja weltbekannt durch die großen Tagungen, Sicherheitskonferenz und die Stars, die hier wohnen. Und das ist ja in allen Zeitungen querbeet zu sehen. Und es gibt eigentlich doch, die meisten kennen es sowieso schon, weil sie oft hier waren. Ja. Und die von außerhalb kommen, denen sagen wir Hotel Bayerischer Hof. Und dann kommen die. Und jetzt setzen wir uns mal auf die Bühne, schauen uns mal ein paar Fotos an von den Inszenierungen, die Sie hier hatten. Und erfahren jetzt einfach mal, wie es so ist, auf der Bühne zu sitzen. Ja, schön, ja. Frau Bönisch, machen Sie Unterschiede zwischen ernsten und unterhaltenden Theater? Ich persönlich mache keinen Unterschied zwischen ernstem Theater und heiterem Theater, denn auch ernstes Theater kann ja auch heiter sein. Ich habe auch manche Stücke, die zum Teil ernst und zum Teil heiter sind, die man auch gar nicht richtig einordnen kann. Und da habe ich jetzt gerade so eines, wo mich meine Leute im Büro fragen, was schreiben wir denn in den Fließsatz hinein? Schreiben wir hin Komödie, schreiben wir hin Drama oder gar nichts? Dann habe ich gesagt, wir schreiben hin gar nichts. Aha. Wir schreiben nur den Autor und erschrecken den Titel. Erschrecken Sie da nicht die Leute, die hier Unterhaltung bei Ihnen erwarten und ordentlich lachen möchten? Ich habe schon Stücke gehabt, da haben die gar nicht viel lachen dürfen und es war trotzdem unterhaltend und es war spannend und sie sind rausgegangen und waren ganz begeistert. Also ich reite jetzt auch so ein paar Klischees, weil Komödie und Unterhaltung gehen ja eigentlich zusammen. Und wenn Sie jetzt also ernste Sachen spielen, dann würde ich erst mal denken, ich bin im falschen Theater. Na, ich habe zum Beispiel mal Piaf gespielt. Die Lebensgeschichte der Edith Piaf, die ist ja nur wirklich keine Komödie gewesen. Ja. Das war eine unheimlich spannende Sache mit wunderbarer Musik. Das war Musical. Das war ein Musical, also praktisch ein Stück mit Musik haben wir es genannt. Aha. Das war die Lebensgeschichte der Edith Piaf und ihre Lieder. Und die Leute, jeden Abend Standing Ovations, die waren total aus dem Häuschen. Das ist egal, ob das Komödie heißt oder Schauspielhaus oder was auch immer. Die Dinge, die angeboten werden müssen, müssen einfach so packend sein, dass die Menschen mitgehen und das schön finden. Dann denken sie auch nicht drüber nach, heißt nur dieses Haus Komödie oder heißt es Schauspielhaus? Und warum wehren Sie sich gegen diesen Begriff Boulevard? Ich wehre mich nicht dagegen, nur in Deutschland wird er oft missverstanden. Da denkt man wirklich bei Boulevard, da muss man immer nur lachen und sich auf die Schenkel klopfen. Das ist aber nicht so. Es gibt auch ganz Boulevardstücke, die sind ganz still und verhalten und man schmunzelt nur. Und in dem Stück können auch ganz tragische Momente sein. Mhm. Also ich sag mal, wenn man's böse mit dem Boulevard meint dann, und das mit dem anderen Theatervergleich, dann wird oft gesagt, also
ich verstehe den Boulevard zwar sehr einfach, aber er fordert meine Birne nicht und ich brauche dann also nicht irgendwie mich mit ernsthaften Sachen auseinanderzusetzen. Naja, ich habe hier zum Beispiel auch Kunst gespielt, das ist auch ein Boulevardstück von der Risa. Mhm. Und ich hätte auch gern das andere Stück gespielt von ihr, was jetzt läuft im Staatsschauspiel, Gott des Gemetzels. Das ist ein Stück, das könnte ich hier nicht spielen wegen dem Titel. Da würde keiner kommen. Mhm. Wenn sie dann da sind und das Stück sehen, das Stück ist Boulevard. Ich meine, das machen ja jetzt auch die Kammerspiele oder mit ihren Musikabenden. Das ist reinstes Boulevard, was die da machen, mit den Wittenbrinkabenden. Aber sind sie, suchen Sie jetzt nicht also die Ausnahmen, also die Breiten, die Stücke, die Sie also hier sozusagen zu 80-90% spielen, das sind ja Stücke, ich sage mal, die eher dem klassischen Boulevard entsprechen. Nicht alle. Also ich versuche in jeder Spielzeit zwei bis drei Stücke hineinzunehmen, die nicht im klassischen Boulevard entsprechen. Das meine ich, aber ich spreche weil mein Anspruch über, einfach höher ist. Über die Mehrzahl der Stücke, über die Sie sozusagen hier zu 80% spielen. Ich würde sagen zu 60%. Ich würde sagen zu 60%. Okay, also, aber über die sprechen Sie nicht gerne oder was? Doch, ich spreche über alle gerne. Ich finde, es muss ein gemischter Spielplan sein, wo für jeden was drin ist. Wir haben hier auch sehr intellektuelles Publikum, was nicht nur lachen möchte, sondern auch ein bisschen nach Hause gehen möchte und noch über etwas nachdenken möchte, was es gesehen hat und nicht einfach jetzt weggeht und dann ist das vorbei. Wir müssen mal kurz erklären, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind, wo sind wir hier? Wir sind hier auf der Beleuchter, in der Beleuchterloge. Ja. Und da unten kann man ins Theater reingucken? Da unten kann man auf die Bühne schauen. Ja. Hier sieht man noch das alte Stellwerk, so wie es war, bevor ich hier angekommen bin. Ja. Mit dem wurde bis 92 gearbeitet, mit Handbetrieb hier. Aha. Und dann hatten wir, oder ist es das gewesen? Die beiden, genau. Ja. Und dann haben wir uns so ein digitales Pult angeschafft. Okay. Und haben unten auch die ganze Beleuchterbrücke eingebaut, die da unten quer rüber geht. Ja. Das war hier alles nicht da. Ihr habt nur von hier oben geleuchtet und ein bisschen von der Seite. Hier wurde von hier oben geleuchtet? Ja. Seit wie vielen Fenstern? Hinter jedem Fenster stand ein Scheinwerfer. Da müssen wir jetzt ein Mikrofon hinhängen, sonst können wir den Herrn nicht so gut verstehen. Also hinter jedem Fenster standen ein bis zwei Scheinwerfer. Das gab natürlich ein sehr flaches Licht hinunter. Da ist die Bühne dann noch schmaler geworden, als sie sowieso schon nicht tief ist, weil sie ist ohnehin nur 6,50 Meter tief. Ja. Und durch unsere Brücke, die wir jetzt da unten haben, können wir natürlich noch ein viel differenzierteres Licht machen. Die haben wir hier so quer rübergezogen, von dem einen Balkon zum anderen. Ja. Und dadurch können wir dann wirklich ganz anders leuchten. Mhm. Manchen Intendanten, die also Boulevardtheater betreiben, die sagen, die Leute kommen mit einer Erwartung her, diese Erwartung muss erfüllt werden. Die Leute wollen sich unterhalten fühlen und lachen. Und wenn das erreicht ist, dann habe ich das Ziel meines Theaters erreicht. Ja, die haben recht, die Leute. Aber ich meine, es gibt ja nicht nur Lachtheater. Es gibt ja in einem Stück auch mal stillere Momente. Ja. Also es kommt jetzt zum Beispiel, als nächstes kommt ein Stück, wo Peter Bongard spielt. Das probieren wir jetzt gerade auf Tournee aus. Das heißt Achterbahn, wo eben die Frage ist, ist es Komödie oder ist es Drama? Und er sagt immer, na hoffentlich wird das Publikum das Stück mögen. Dann sage ich zu ihm, aber in dem Stück ist doch alles drin. Da können Sie lachen, da können Sie weinen, da können Sie nachdenken. Und die gehen fantastisch mit. Also unterwegs ist das ein Sensationserfolg. Kann man nur hoffen, dass dann das Münchner Publikum, das ja doch sehr intelligent und gescheit ist, da auch mitmacht. Ja, ist die Wahrnehmung richtig, dass vor allen Dingen viele Stücke aufgeführt werden, die es schon länger gibt, um es freundlich auszudrücken. Also die also seit Jahrzehnten teilweise immer wieder aus der Schublade rausgenommen worden, weil sie einfach Dauerbrenner sind. Das gibt es auch natürlich, wie zum Beispiel die Kaktusblüte, die wir mal gespielt haben, oder das seltsame Paar. Ich meine, das sind einfach ganz wunderbare Stücke, sehr bühnenwirksam mit schönen Rollen und Stücke, die man auch nie vergessen darf und die man in 20 Jahren wieder spielen muss. Die sind total zeitlos. Aber muss man sich nicht auch an die Zeit irgendwie, an die aktuelle Zeit anlehnen? Denn es ist ja alles schneller geworden. Ja? Also das ist ja durchs Fernsehen und Internet. Und die Leute verstehen ja auch viel mehr, viel schneller als früher. Da musste man ja auf der Bühne sehr viel länger Dinge erklären, bis der Zuschauer mitgegangen ist. Heute, und deshalb die Frage, wie machen Sie das mit diesen älteren Stücken in der Adaption?
Ja, die werden dann vom Text her modernisiert und der Dialog wird etwas moderner gemacht. Aber ich spiele ja nicht nur die älteren Stücke, ich spiele ja auch ganz neue Stücke. Ich habe in Paris ein Stück entdeckt, eben mit dem Peter Bongerts Achterbahn. Das hat dort Alain Delon gespielt. Das kommt jetzt als nächstes Stück hier. Und wir werden nächstes Jahr spielen von dem Glattauer, diesen E-Mail-Roman, den es jetzt für die Bühne gibt, Gut gegen Nordwind. Mhm. Und mit Walter Sittler, das ist ein ganz brandneues Stück. Das ist ein französisches Stück, ursprünglich. Glattauer, nein. Nein, das, was Sie was das Sie in Paris... Das ist ein französisches, ja. Was mich zu meiner nächsten Frage führen würde, denn es sind ja auch viele Stücke, die Sie hier aufführen, die eben aus dem Ausland hierher kommen, die im Original eben entweder in Englisch oder Französisch geschrieben wurden. Die werden dann adaptiert. Haben Sie da manchmal das Gefühl, wie es ja auch bei Büchern ist, die dann übersetzt werden, dass ein Stück dadurch verliert? Es bleibt durch die Übersetzung natürlich immer ein bisschen was auf der Strecke. Wenn man einen guten Übersetzer hat, dann kann man das ausgleichen. Aber natürlich, wenn es für die Franzosen geschrieben ist, hat es einen anderen Humor, wie wenn wir das jetzt hier in Deutschland aufführen. Aber durch die Dialoge, die dann der Übersetzer macht, wenn er gut ist, kann man das durchaus ausgleichen. Denn es kennt ja niemand die Urfassung. Sehen Sie, Frau Bönisch, hier haben Sie viele von guten Zeitungsartikeln hingehängt und dann steht da, Blackie bleibt auf ewig im Bayerischen Hof. Der hat ja hier den Priestermacher, ne? Den spielt genau. Er fast jedes Jahr, oder? Ja, den haben wir viermal gespielt. Zweimal mit Ralf Bauer und zweimal mit dem Pascal Breuer. Ja. Das ist riesig erfolgreich. Immer Standing Ovation. Also es gab eigentlich nicht eine Vorstellung, wo nicht alle aufgestanden sind. Das war auch kein Boulevardstück. Ich verteidige immer Ihr Theater. Ich wollte ja nur mal Sie als erfahrene Theatermacherin hören, wie Sie Boulevard empfinden und ob das für Sie was Anstrebenswertes ist oder nicht. Oder? Es gibt nur gutes und auch schlechtes Theater. Gut, okay, wunderbar. Haben Sie nicht mal Lust, ein Theater zu inszenieren, jetzt wo Sie so viele Stücke hierher geholt haben? Möchten Sie mal Regie führen? Wenn ich so groß in Not wäre, dass ich das Regiehonorar sparen muss, dann würde ich das mal versuchen, aber sonst nicht, nein. Warum nicht? Ist doch halt sicherlich... Nein, das traue ich mir nicht zu. Nachdem man jetzt mit so vielen Regisseuren und so vielen Schauspielern und so vielen Autoren gesprochen hat, haben Sie dazu, trauen Sie sich das nicht zu? Ne? Nein, traue ich mir nicht zu. Dann könnte ich ja auch sagen, ich habe jetzt schon so viele Stücke gelesen, jetzt könnte ich auch mal eines schreiben, unter Pseudonym vielleicht. Was wäre denn, in welche Richtung würde denn ein Stück von Frau Bönisch gehen, wenn Sie sich da mal drum kümmern würden? Ja, da wäre sicher alles dabei, von Tragik bis Komik und auch viel Musik. Viel Musik. Ist das immer, sind das auch die Kriterien, nachdem Sie ein Stück als erfolgreich bewerten, wenn also im Idealfall viel gelacht und viel geweint wird? Ja, man darf ruhig auch ein bisschen die Gefühle der Menschen bedienen. Und gelacht, geweint, gefreut. Gefreut haben wir noch, genau. Ja. ist dieser Umgang mit Schauspielern, wir gucken uns ja gleich mal ein paar Fotos an, wer hier schon alles gewirkt hat. Und da haben Sie ja wirklich das Who is Who der deutschen Schauspieler in Ihrem Theater gehabt. Aber ist es immer leicht? Sind die immer leicht zu handeln? Das ist... Aha. Doch, es ist nicht schwer, nein, es ist nicht schwer. Man muss ihnen einfach immer das Gefühl geben, dass das alles sehr wichtig ist hier und sie wissen auch, dass es für mich wichtig ist und ich glaube, da ziehen wir alle an einem Strang und sind uns einer Meinung, dass wir hier schöne Sachen machen wollen und sie freuen sich alle, wenn sie hier spielen können. Denn für Schauspieler ist es ja dann immer auch ein Angang, weil sie ja eine gewisse Zeit ihres Zeitbudgets dann eben auch, also wenn man Theater spielt, ja immer wegblocken müssen. Ne? Ja, also für die Stars ist es meist Luxus, Theater zu spielen, aber es gibt viele, die sagen, das ist für uns ganz wichtig neben dem Fernsehen, weil wir uns dann wieder kontrollieren können. Denn beim Fernsehen geht das ja nur von Take zu Take und hier können sie wirklich den großen Bogen am Abend spielen und sie machen es gerne. Zwischendurch muss man sie dann mal motivieren. Ich weiß, Uwe Ochsenknecht sagte dann, jeden Abend und die Familie zu Hause ganz alleine und ich muss hier jeden Abend Theater spielen. Naja, da muss man mal mit einem Gläschen Sekt kommen oder mit einer Schnitte Lachs oder so und dann läuft das schon wieder. Menschen in München mit Jörg van Hofen.
Frau Bönisch, man fragt sich immer, wo gehen die Leute eigentlich hin, wenn sie dann hier nach hinten abhauen? Ne? Dann ist das so was Profanes wie so eine Abstellkammer oder so. Es gibt keine großen Möglichkeiten bei uns. Aber manchmal müssen sie sich so durchzwängen, weil wir haben ja nur, wie gesagt, 6,40 Meter tief und da hinten ist noch so eine kleine Nische, die muss man auch noch wegrechnen. Also es ist manchmal, wenn die jetzt schöne große Toiletten haben mit großen Reifröcken oder was, ist es wahnsinnig schwer, da überhaupt wegzukommen. Ja, man denkt, man geht in so einen schönen Garten hier rein, ja, nicht? Und dann ist es da hinten so eine kleine Abstellkammer. Aber wir wollen, aber ist ja, nett, ja. Wir wollen dem Zuschauer nicht die Illusionen nehmen. Nein, wollen wir nicht. Nein. Deshalb zeigen wir das ja auch nicht. Ja. Wir wollen viel lieber über den haben wir eben schon gesprochen. Blekea. Genau. Und er ist natürlich wahrscheinlich einer ihrer, kann man ein Zugpferd nennen? Kann man ruhig Zugpferd nennen, ja. Ist aber auch ein lieber Freund, der Blekea. Ja. Da habe ich ja, wie gesagt, von ihm schriftlich, dass er nur noch hier auftritt und sonst nirgends. Wenn wir uns jetzt gleich mal so die Bilder angucken, dann ist ja doch nicht zu verleugnen, dass diese ganzen Leute durchs Fernsehen eigentlich bekannt geworden sind. Ja. Ne? Also Fernsehen ist auch ein großes Zugpferd für ihr Publikum. Die reagieren natürlich auf Leute, die sie im Fernsehen gesehen haben. Ne? Ja, ich meine, da ist Fernsehen und Fernsehen ein Unterschied. Meist resultiert der Bekanntheitsgrad doch noch vom Film her. Weil das Fernsehen, jetzt wenn Sie so die jüngeren Schauspieler sich ansehen, da kennt man dann das Gesicht. Mhm. Aber bis der Nachspann kommt mit dem Namen, das kommt jetzt auch immer so ganz klein, rechts auf der Seite, bräuchte man eigentlich eine Lupe, um das auch noch mitzukriegen. Dann sieht man nur das Gesicht. Also braucht man dann wieder Plakate, um die Gesichter groß draufzugeben. Was wir vorhin schon besprochen haben mit den Plakaten. Hier haben wir den Herrn Lechtenbrink. Das ist ja auch, mit dem haben wir auch ein Gespräch geführt hier in Ihrem Theater. Ist er ein ganz netter? Das ist ein ganz netter, den kenne ich schon wirklich ewig. Ja. Da habe ich, das war glaube ich meine allererste Tournee, das Heiße Herz mit Hans-Jörg Felmy. Und da war er wirklich noch ein kleiner junger Bursch, heißt kleiner junger Bursch. Ist ja ungefähr so alt wie ich, der Volker Lechtenbrink. Also wir waren beide blutjung, würde ich sagen, damals. Ja. Und seit der Zeit kenne ich ihn und wir sind wirklich gute Freunde. Und gut, also hier ist natürlich, hier gibt dieses Foto gleich alles. Also hier kennt man aufgrund des Fotos sofort, was das ist, ne? Aus welcher Szene. Das ist Loriot. Genau, diese berühmte Szene mit der Nudel. Genau, ne? Ja. Da haben wir ja immer zum 70., 75., 80., 85. Geburtstag von Loriot spielen wir immer seine Werke hier. Mhm. Und das war hier das mit Werner Heindl und Simone Solger. Und vorher hatten wir das auch schon mit Gunnar Möller und Christiane Hambacher. Wo halten Sie sich denn eigentlich immer auf hier in Ihrem Theater, wenn so eine Premiere ist, um dann zu spüren, ob Sie da was Gutes haben? Ich bin da so aufgeregt, dass ich meist gar nicht drin bin. Und wenn, dann stelle ich mich dann da hinten, ganz hinten in der mittleren Türe, wo man dann auch rausgehen kann. Da stehen meist auch die Kamerateams. Da kann ich mich dann so mal raus und reinschleichen. Aber eigentlich bin ich viel zu aufgeregt, um überhaupt zuzuschauen. Aber Sie müssen ja dann entscheiden, wie lang ein solches Stück dann hier aufgeführt wird. Das muss ich ja schon viel früher entscheiden. Das ist ja das wirklich Furchtbare, dass ich ja den Spielplan für die ganze Spielzeit mache und genau festlegen muss, wie lang eine Produktion läuft. Also wo man ja wirklich den Hut vor Ihnen ziehen muss, das ist eben wirklich, dass Sie nicht subventioniert werden, nicht? Also dass Sie das alles aus eigener Kraft hier finanzieren müssen. Haben Sie da manchmal das Gefühl, wenn Sie sich andere Theaterbetriebe in unserer Stadt angucken, dass das ein bisschen ungerecht ist? Ja, ich bin traurig, bin ich. Ich würde nicht sagen, dass es ungerecht ist, aber ich bin traurig, dass so wenig Achtung geschenkt wird hier einem Haus, was immerhin 570 Plätze hat und somit das drittgrößte in der Stadt ist, dass man so gar nicht beachtet wird. Und ich meine, ich muss hier ja alles erfüllen, was auch die großen Häuser erfüllen. Da kommt der TÜV vorbei, dann muss ich irgendwie dann wieder neue Lampen machen wegen irgendwelcher EU-Gesetze. Und es wird alles von uns verlangt, was von den großen Theatern auch verlangt wird, aber wir bekommen keinen Zuschuss. Was unternehmen Sie denn, um sozusagen in die Wahrnehmung der Münchner zu kommen? Sie meinen Sie der Münchner Politiker oder des Münchner Publikums? Das ist, ja, also die Frage hätte ich genauer stellen müssen. Ich meine jetzt das Publikum. Das Publikum. Ja, also wir machen halt Werbung mit Plakaten, über Rundfunk, Fernsehen. Haben viele Flyer, verschicken unsere Jahresprogramme, da haben wir wahnsinnig viele Adressen.
es ist ja nicht nur das Münchner Publikum, es kommen ja aus ganz Deutschland die Zuschauer, auch aus Österreich. Wir haben sogar Abonnenten aus Österreich, die kaufen sich dann so ein Abo für 10 Vorstellungen. Was kostet das? Ja, es ist unterschiedlich je nach Platzkategorie. Also. Auf jeden Fall ist es 20% billiger, wie wenn ich eine normale Karte kaufe. Also der beste Platz. Beste Platz und 20% billiger. Und dann kaufen sich die klugen Menschen dann gleich ein Abo oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 und kommen dann zum Beispiel auch im Betrieb, kauft sich mehrere Abos und dann kommen die halt und machen einen Ausflug zu uns und haben das dann entsprechend 20% günstiger. Das würde jetzt wahrscheinlich schwerfallen, diese Frage zu beantworten, aber Sie werden doch sicherlich Erfahrung gemacht haben, dass der eine Schauspieler besser zieht als der andere, oder? Ich muss sagen, in diesem Falle also ich meine haben jetzt die nicht, gleich gezogen. Ich meine jetzt nicht Frau Peitsch und Frau Glas im Vergleich, sondern ich meine mal so grundsätzlich. Also das ist doch sicherlich für Sie hochinteressant, Schauspieler zu bekommen, die eine große Beliebtheit haben. Das ist wunderbar, wenn man sie bekommt, aber das geht Hand in Hand mit dem Stück. Wenn ich ein schlechtes Stück habe mit so einem Schauspieler, dann sind die Leute trotzdem traurig und haben sich eigentlich mehr erwartet, als dann geboten wird. Also es ist wahnsinnig wichtig, dass man für so einen guten und zugkräftigen Schauspieler auch ein zugkräftiges Stück hat. Ha. Und gehen Sie eher aufs Stück oder auf den Schauspieler? Ich versuche beides, in Einklang zu bringen. Da ist ja dann sicherlich auf der einen Seite das Kunstherz und auf der anderen Seite das Herz der Geschäftsführerin bzw. derjenigen, die das Geschäft machen muss. Also ich meine Kunst und Kommerz. Ja. Ja, da muss man eben jetzt die goldene Brücke schlagen, dass beides vereinbar ist. Und ich glaube, das ist mir bis jetzt ganz gut gelungen. Denn die namhaften Schauspieler wollen ja auch nicht ein schlechtes Stück spielen. Mhm. Und wir suchen dann so lange, bis wir etwas gefunden haben, wo wir sagen, das wird funktionieren, das wird dem Publikum gefallen, das ist nicht unter unserem Niveau und ja, und dann funktioniert das auch. Kann man sich ja auch ein Shakespeare vorstellen, ein Hamlet? Hamlet sicher nicht, aber Shakespeare auf jeden Fall, ja. Das sind ja sehr lustige Stücke auch. Wir spielen ja auch Molière hier und Feydeau. Ja, ich denke schon, ja. So, und auch Manteldegenstücke könnte man sich auch vorstellen, obwohl unsere Bühne, wenn da zwei mit den Schwertern fechten, dann... Sie arbeiten ja in einem Metier, was anerkanntermaßen im Entertainment-Bereich mit zu den schwierigsten Bereichen gehört. Und das ist dieses Thema Humor. Sind Sie da mal im Laufe der vielen Jahre, die Sie das jetzt machen, der Sache auf den Grund gestoßen, wie Humor funktioniert? Also wenn man dann da hunderte von Leuten sitzen hat, ist das ja nicht immer einfach. Ja, ich glaube, da steckt einer den anderen an. Man merkt das ja auch, wenn ein Stück nicht ganz so gut besucht ist, dann ist die Stimmung im Theater auch nicht so, wie wenn das Haus voll ist. Aha. Freitag und Samstag ist der Humor und überhaupt das Entertainment hat man das Gefühl außer Rand und Band. Ja. Das ist wieder eine völlig andere Reaktion wie unter der Woche. Da hat man das Gefühl, das sind Menschen, die wollen sich wirklich unterhalten, fröhlich sein und ja, sich amüsieren. Also das finde ich zum einen interessant, also Sie können es tatsächlich an Wochentagen festmachen, ja? Weil man kennt ja diese Freitagsstimmung, die man hat, das genau. Ist ja was ganz anderes. Und Samstag ist natürlich noch schöner, leuchtet da ein. Geht man aus und will wirklich entspannen und kann sich voll einlassen auf das, was da mit einem, vor einem geschieht. Aha. Und im Theater finden ja die Sachen auf zwei Ebenen statt. Zum einen ist es ja wichtig, was man sagt. Und zum anderen ist es ja wichtig, was man optisch dem Publikum bietet. Und dieses Zusammenspiel, wie wichtig ist das? Wie kann man da Lacher erzeugen? Naja, nicht unbedingt mit dem nackten Po. Ja, aber ist es nicht witzig, dass manche Leute, also die sagen halt, es ist komisch, wenn einer die Hose runterlässt und andere finden es unmöglich und sagen, da gehe ich nie wieder hin. Also das ist ja auch das, was ich meine, dass dieser Humor, den kriegt man ja ganz schwer immer nur deckungsgleich. Ne? Ah ja, wenn ich zum Beispiel bei Ladies Night... Wenn die Jungs dann am Schluss dann quasi noch ihre Slips dann fallen lassen, da wird aber dann das Blackout muss natürlich ganz pünktlich kommen. Mhm. Und wenn die dann ihren Zylinder da vorne hingeben, ja, da geht natürlich ein Kreischen durch den Saal, weil die hoffen natürlich immer, dass irgendwann vielleicht das Licht doch erst später ausgeht, nicht? Aber wir haben Gott sei Dank immer so gut den Beleuchter, der ist so fix und so fit, dass das alles gut getimed ist. Ja, ja. Timing ist da sehr wichtig. Gibt es in Ihrer Erfahrung einen Unterschied zwischen, was ist leichter bei den Leuten rauszukitzeln, Humor oder Trauer? Sicher Humor, auf jeden Fall.
Ja? Ich meine, man ist ja auch viel lieber auch selbst lieber heiter und lustig als traurig. Aber verstehen die Leute nicht, also traurige Sachen, ist das nicht eine Sache, die im Publikum einen größeren Konsens findet, wenn das auf der Bühne stattfindet, als Humor, weil Humor von vielen so unterschiedlich wahrgenommen wird? Ich glaube, jetzt wollen Sie wieder hören, dass das hier ein Boulevardtheater ist und wo man nicht so traurig sein soll. Ich möchte Sie von Ihrem Komplex befreien. Nein, da wollte ich überhaupt nicht drauf hin. Ja. Nein, aber das ist einfach meine Erfahrung, dass einfach das eine leichter zu provozieren ist als das andere, oder? Ja, ich glaube, es muss ja auch nicht unbedingt traurig sein. Traurigkeit sein, es kann ja auch Gebanntheit sein, dass es totstill ist, mal im Theater. Viele sagen, der Kinofilm war klasse, ich habe von Anfang bis zum Ende geheult. Ja, gibt es auch. Oder? Ja, ja, na gut, aber also ich glaube nicht, dass die hier von Anfang bis Ende heulen wollen, weil dann würden sie ja nichts mehr auf der Bühne sehen, weil sie ja immer nur mit ihren... Also doch Boulevard. Doch Boulevard, ja. Ja, ja, nein. Aber es kann ja auch eine Gebanntheit sein, wie ich eben schon sagte. Das muss ja nicht unbedingt Trauer sein, sondern man ist einfach so gefesselt von etwas, dass man jetzt, es muss nicht traurig sein. Nein. Ich wollte nur mal hören, ob Sie das... Zum Beispiel auch ein Krimi, da ist ja auch spannend und kann auch tragisch sein. Und man geht einfach mit der Handlung mit. Geht es Ihnen manchmal in Ihrem Theater so, dass Sie denken, oh wei, das ist jetzt völlig daneben gegangen? Also wenn so ein Witz besonders gut getimt werden soll und das Ding geht nach hinten los? Das kann schon mal passieren. Es sind ja auch nur Menschen, die da oben auf der Bühne stehen. Also das kann passieren. Und jeder hat jeden Tag auch nur eine gewisse Verfassung. Die wollen natürlich immer ihr Bestes geben, aber da kann schon mal auch was passieren. Denn sind ja keine Roboter. Denn meinten die, genau. Und denn manchmal passiert ja, kratzt sich da hinten einer an der Nase und das ist dann witzig, obwohl es eigentlich nie so gemeint war. So ist das, genau. Und manchmal gutiert ja auch das Publikum diese kleinen Fehler. Die finden das ja auch dann wunderbar. Mhm. Die wissen auch vielleicht gar nicht, dass es heute nur heute so ist und morgen nicht. Es ist ja sowieso jeden Tag ein bisschen anders, weil wir ja live spielen. Wie wichtig ist das Theater als gesellschaftliches Event hier bei Ihnen? Also das, was dann da draußen im Foyer sich abspielt? Ich muss sagen, das freut mich immer besonders, wenn ich die Menschen sehe, weil die alle gut angezogen hier ankommen und es duftet immer gut, denke ich mir immer, ja, ist eigentlich schön. Und ich finde es hier bei uns auch schöner als im Residenztheater oder in den Kammerspielen oder im Volkstheater, wo die dann meist nur mit Jeans und lässigen T-Shirts oder so ankommen. Also bei uns zieht man sich an. Alle drei aber auch sehr gute Theater, oder? Bitte? Alle drei aber auch sehr, sehr gute Theater, ja. Da legt man auf diesen Dresscode nicht so viel Wert. Das ist ja auch gar nicht so wichtig, aber bei uns, bei diesem Ambiente, auch rundherum alles, das ist schon der Luxus des Theaters und die schönen Geschäfte rundherum. Und bei uns ist es noch irgendwie, glaube ich, für die Menschen auch was Besonderes, hierher zu gehen. Ah. Wo gehen Sie denn hin, wenn Sie nicht in Ihrer Komödie sind? Gehen Sie in andere Theater und schauen Sie Ja, an? Doch, ja, ja, schon. Aber meist in anderen Städten, wenn ich dann auf Reisen bin. Also Konkurrenzbeobachtung in der eigenen Stadt? Doch, ich gehe dann schon auch mal, zum Beispiel diese Resa habe ich mir natürlich im Residenztheater angeschaut oder diese Wittenbrink-Abende, weil ich die einfach ganz fantastisch finde. Doch, das mache ich sehr gerne. Muss mich ja auch mal entspannen. Ja, ja, klar. Und mal drin sitzen und mich nur freuen und fröhlich sein und nicht irgendwie Angst haben, da geht was schief oder sonst was. Hat man ja immer im eigenen Haus. Aber ist das nicht auch jetzt für Sie persönlich so eine relativ anstrengende Nummer hier, so ein Theater, 365 Tage am Laufen zu halten? Ja, manchmal ist es ein Klotz am Bein, weil man dann nicht so lange wegfahren kann. Weil ich würde natürlich gerne mal 3-4 Wochen irgendwie hin verreisen, aber das traue ich mich ehrlich gesagt nicht, weil dann wird ein Schauspieler krank, ist auch schon passiert, dann musste ich dann zurückfliegen und Flug wieder früher buchen und schauen, was ich hier rette. Und es ist immer irgendwas, was man machen muss. Also man hat schon eine große Verantwortung, weil ich habe ja nicht noch 5, die mich vertreten, sondern ich bin ja wirklich ganz auf mich allein gestellt. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn Sie sich da jemand aufbauen würden, der da Ihnen zur Seite stehen kann, wenn es mal eng wird. Was machen Sie, wenn Sie Schnupfen haben? Ja, dann gehe ich verschnupft ins Theater. Ja, ich bin eigentlich schon lange, schaue ich aus, ob ich jemanden finde, der mich da unterstützen könnte. Aber ich habe noch niemanden gefunden, der Verantwortung übernehmen möchte. Und Verantwortung hat man dann. Man muss Entscheidungen treffen, man muss sie ganz schnell treffen. Ich habe zum Beispiel einmal einen Fall gehabt, da war ich Gott sei Dank im Haus. Mittags um 12 klingelt das Telefon
Eine Schauspielerin ist erkrankt, kann abends nicht spielen. Wir hatten noch 5 Vorstellungen bis Ende Serie, alle 5 ausverkauft. Und da bricht man erstmal in sich zusammen am Schreibtisch und denkt, es geht nicht weiter. Und dann kommt aber irgend so ein Geistesblitz und man telefoniert und findet dann doch jemanden in Hamburg, der gerade mit dem Kochlöffel am Herd ist und für seine Kinder was kocht. Dann sagt man, ja, bitte sofort Flug buchen, nach München kommen, ich habe hier einen Notfall. Ich stelle mir das auch ziemlich schwer vor, an Ihrer Seite als Partner da mitmachen zu müssen, weil Sie doch eigentlich... Wir haben das eben gesehen, als wir die Treppe hochgekommen sind und der eine Treppenabtreter da nicht richtig gelegen hat. Da fangen Sie an und das hört dann bei der Akquise der Regisseure und Schauspieler auf. Also Sie haben doch hier eigentlich jeden Faden in der Hand, oder? Ja, ist ja schade, dass die anderen das nicht sehen. Ja, aber ich habe es ja jetzt gesehen. Sie haben es gesehen, ja. Vielleicht wären Sie der Mann. Ja. Schauen wir mal, wie lange es noch mit dem Fernsehen weitergeht. Genau. Aber Theater ist eine hochattraktive Geschichte. Ja, klar. Ja, aber es sind wirklich auch diese Kleinigkeiten. Oder wenn dann mal ein Sitz verschlissen ist, dann, wenn ihn niemand sieht, muss ich dann eben Zettel schreiben und sagen, bitte beziehen oder sonst wie. Also es ist ja immer irgendwo irgendetwas. Aber das geht ja eigentlich nur, wenn es einem quasi gehört. Ne? Also wenn man selber... Wenn man die Verantwortung spürt. Der Besitzer ist von dem ganzen Laden. Ich bin nicht der Besitzer, ich bin der Pächter. Ja. Aber ich bin verantwortlich dafür, dass hier alles funktioniert. Und ich kann auch nichts dafür, dass ich so ein akkurater Mensch bin. Aber wenn Sie besonders viel Gewinn einfahren, dann spüren Sie das auch selber. Gewinn einfahren? Ja. Was ist das denn? Gewinn? Auf dem goldenen Wagen? Heißt schwarze Zahlen schreiben und zum Schluss kein Minus in der Kasse zu haben. Dann spüren Sie das. Also, weil ich glaube, dass das aber so, ich will Ihnen da die Leidenschaft nicht am Theater absprechen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass das auch mit ein Auslöser dafür ist, dass Menschen also sich besonders einsetzen. Nein, also ich habe hier Jahre gearbeitet, ohne einen Lohn zu bekommen. Ohne einen Lohn zu bekommen? Ohne einen Lohn zu bekommen, weil ich bin ja auch Geschäftsführer. Bitte? Wo haben Sie denn davon gelebt? Dann? Ich habe Gott sei Dank eine Adoptivmutter gehabt, die mir was vererbt hat. Aber wenn ich wirklich Gewinn einfahre, lasse ich meine Angestellten daran teilhaben. Ja, das ist ja toll. Ja, die kriegen dann ein bisschen mehr, doppeltes Weihnachtsgeld oder so. Das, ja, ich lasse die dann teilhaben, weil ich brauche nicht so viel für mich selbst. Denn das fordert ja wirklich sehr viel Engagement hier, nicht? Und, ja. Es geht auch nur, wenn es einem wirklich Spaß macht, ja. Wenn man Freude daran hat und wenn es eigentlich eine Lebensaufgabe wird. Wann macht es Ihnen ganz besonders viel Spaß? Wenn das Stück funktioniert und wenn das Haus voll ist. Ist nicht also immer, Gott sei Dank. Also ja, kann man aber trotzdem damit rechnen, dass 2 oder 3 Produktionen dabei sind in der Spielzeit, die sehr, sehr gut laufen. Wir haben über so viel nicht geredet, über Comedian Harmonist, hier über den Lauterbach und den Ochsenknecht. Und Sie haben also wirklich sensationelle Leute hier, die bei Ihnen auftreten. Also Frau Bönisch, abschließend erstmal herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Und natürlich wünsche ich Ihnen weiterhin einen riesigen Erfolg. Ich danke Ihnen. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen. Wir unterstützen die Hilfe benötigen. Gute Unterhaltung wünscht DIT München. 3x ganz in ihrer Nähe.